Jetzt geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Ach Mist, schon so spät, gleich müssen wir fertig sein für die Roomtour. Jens, schnell, wir müssen uns fertig machen. Okay, Paula, ich komme. Ich gehe jetzt die Kinder wecken. Luna, Marlene, Ella, wir müssen uns fertig machen. Raus aus den Federn. Wir kommen. Ah, ich falle. Aua, mein Bein, das tut so weh. Alles klar, mein Schatz. Kannst du auftreten? Nein, aua, tut das weh. Oh nein, nicht auch das noch. Jens, kommst du bitte? Ella ist gestürzt. Ich komme, Paula. Paula, hier bin ich. Ella, alles wird gut. Papa fährt mit dir gleich ins Krankenhaus. Okay, Mama. Unser Plan. Jens, du fährst mit Ella ins Krankenhaus und ihr zwei, Luna und Marlene, zieht euch an und spielt was. Und die Kleinen schlafen noch. Holle, Lukas und Bob lassen wir schlafen und ich muss jetzt runter, damit ich pünktlich bin. Hurra, noch pünktlich geschafft! Hallo zusammen, heute zeigen wir euch unser Haus. Los geht's, viel Spaß! Hier ist unser Wohnzimmer. Hier ist alles drin, was man so im Wohnzimmer braucht. So, wir sind dann los. Bis gleich. Tschüss, ihr zwei. Hier ist unser Essbereich. Auf der Bank sitzen Luna und Marlene. Gegenüber von ihnen sitzen ich und Jens. In den drei Hochstühlen sitzen Holle, Lukas und Bob und gegenüber von Holle, Lukas und Bob sitzt Ella. Hier ist unsere Küche. Dort steht die Küchenzeile. Dort backen und kochen wir. Das Holzregal, wo wir unser Geschirr drin lagern, ist von Familie Meurer gemacht. Das Geschirr ist extra auf Kinderhöhe, damit unsere drei Großen dort rankommen. Und hier steht unsere Kommode. Dort lagern wir unser Besteck und weiteres darin. Das Bild darüber ist ebenfalls von Familie Meurer. Hier ist das Zimmer von Jens und mir. Hier ist unser Badezimmer. Hier ist alles drin, was man so im Badezimmer braucht. Hier ist das Zimmer von Luna, Marlene und Ella. Das Bett ist toll, oder? Da hat sogar noch ein Übernachtungsgast Platz. Unter dem Bett stehen Marlenes und Ellas Schreibtische und Lunas Maltisch und da liegt noch das rosa Regal. Hier ist der Bereich von Holle, Lukas und Bob. Die drei schlafen gerade. Hier steht die Wickelkommode, daneben Bobs Bett. Da in der Ecke steht die Rutsche. Neben der Rutsche sind die Betten der Zwillinge. Die Betten der Zwillinge sind von Familie Meurer gebastelt. In der Ecke steht noch ein Monster. Jetzt zeige ich euch unseren Garten, dann bekommen wir auch mit, wann Jens und Ella wiederkommen.
Hier ist unsere Terrasse. Dort lagern wir die ganzen Spielsachen von den Kindern und die Kinderwagen. Da hinten steht unsere Gartencouch und unser Gartencouch-Tisch. Neben der Gartencouch steht unser Pool. Neben dem Pool ist der kleine Pool für die Kleinen. Und neben dem kleinen Pool steht der Meerschweinchenkäfig. Da kommt Jens. Da sind wir wieder. Hallo Mama, mein Bein ist gebrochen. Ich muss 4 Wochen im Rollstuhl sitzen und darf es nicht belasten. Und danach muss ich 4 Wochen mit Krücken laufen. Ach du arme Maus, komm mal her, lass dich drücken. Hallo, wir sind auch da. Was ist mit Ella passiert? Ja, was ist passiert? Mein Bein ist gebrochen. Ich muss 4 Wochen im Rollstuhl sitzen und darf nicht belasten. Ella, ich bin froh, dass dir nichts Schlimmeres passiert ist. Lass dich drücken. Ja, ich bin auch froh, dass dir nichts Schlimmeres passiert ist. Lass dich drücken. Die Kleinen sind wach. Ich gehe sie mal kurz holen. Hier bin ich wieder. Hallo zusammen. Das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt wisst ihr, wie unser Haus aussieht. Wie findet ihr es? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Die arme Ella. 4 Wochen im Rollstuhl sitzen und nicht belasten dürfen, ist lästig. Wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video. Tschüss! Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ihr bei Ella klickt, könnt ihr unseren Kanal abonnieren.